Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiger Halloween-Look ist ohne Blut, aber ich glaube trotzdem genauso gruselig, denn ich werde mich in eine Oma verwandeln. Und dafür trage ich als erstes eine Foundation auf, die meine Haut ziemlich fahl und blass aussehen lässt. Dafür habe ich Creme-Make-up von Grimace genommen in der Farbe 1007. Als nächstes kommen die Schattierungen. Dafür habe ich ebenfalls Creme-Make-up von Grimace verwendet in der Farbe N2. Und damit male ich mir nun eingefallene Wangen, verblende dieses schön ordentlich, damit wir nicht zu scharfe Kanten haben. Das machen wir auf beiden Seiten und oben an den Schläfen, damit das auch dort ein wenig eingefallen aussieht. Mit einem kleineren Pinsel schattieren wir nun auch unsere Augenlider, vor allem innen und ein wenig unter dem Auge, damit auch die Augen ein wenig tiefer, höhliger und eingefallener aussehen. Das Ganze auch wieder richtig schön verblenden. Wir wollen ja keine scharfen Kanten haben, wir wollen einfach nur Schatten erzeugen, damit das Ganze mehr Tiefe bekommt. Am äußeren Augenlid mache ich dann auch nochmal so eine kleine Schattierung, damit mein Auge etwas mehr hängend aussieht und schön die Augenringe betonen. Und das Ganze dann mit einem transparenten Fixierpuder abmattieren. Und jetzt kommt der spaßigste Teil. Dafür brauchen wir einen kleinen, feinen Pinsel und den gleichen braunen Creme-Make-up-Ton wie für die Schattierungen. Und dann runzeln wir die Stirn, wie es nur geht, um Falten zu erzeugen. Auch wenn man nicht so viele Falten hat, bei mir auf der Stirn hält sich das auch noch in Grenzen, zum Glück. Gucken wir, wo könnten Falten entstehen, damit das Ganze natürlich aussieht und ziehen diese dann mit diesem kleinen feinen Pinsel nach. Und danach tupfen wir mit dem Finger drüber, um das Ganze ein bisschen zu verblenden, damit das Ganze natürlicher nach Falten aussieht und nicht wie aufgemalt. Und das machen wir jetzt über die komplette Stirn. Wenn wir mit der Stirn fertig sind, arbeiten wir uns weiter nach unten vor. Jetzt mit der Zornesfalte, da gucken wir jetzt auch einmal ganz grummelig, um die hervorzuholen und machen genau das gleiche wie auf der Stirn. Jetzt kann man einfach mal alles geben und total bescheuert auszusehen. Aber wir ziehen jetzt unsere Nase nach oben, denn auch dort bekommt man Falten. Das gehört zu der ganz normalen Gesichtsmimik dazu, wenn man sich ekelt oder die Nase rümpft. Ja, wie immer, alle Falten, die das Gesicht hergibt, nachziehen, auch wenn man noch so bescheuert dabei aussieht. Aber es lohnt sich hinterher. Auch auf gar keinen Fall die Nasenflügel vergessen, die schön zu betonen. Das verblende ich hinterher auch ganz schön, damit die Nase auch irgendwie wulstiger aussieht. Und unsere geliebte Nasolabialfalte, jeder hat sie, keiner möchte sie, auch die betonen wir heute mal. Und dann kommen für mich die schönsten Falten, die man haben kann, nämlich die Lachfalten am Auge oder auch Krähenfüßchen genannt. Die müssen wir natürlich auch hervorholen, weil wir sind ja nicht nur grimmig, wir haben ja auch viel gelacht in unserem Leben.
auf jeden Fall sehe ich ja jetzt schon ein ganzes Stückchen älter aus. Weiter geht's mit den Falten am Mund. Dafür kräuseln wir den ganz doll und machen eine Schnute oder einen Kussmund in alle Richtungen einfach mal bewegen, um alle Falten rauszuholen. Und die ziehen wir auch richtig schön nach. Dann kommen wir zu den Wangen. Das ist ein bisschen schwieriger, weil da kann man nicht so einfach Falten erzeugen wie im Rest des Gesichts. Aber wir gucken einfach mal. An der Seite habe ich ein kleines Grübchen, wenn ich meine Wange so anspanne, meinen Mund zur Seite mache. Auf der anderen Seite habe ich das nicht. Aber da kann man dann irgendwie random sich so ein paar kleine Fältchen hinmachen. Auf jeden Fall nicht übertreiben, weil so viele haben wir durch Mimik nicht an den Wangen. Und bekanntlich, wo Schatten ist, ist auch Licht. Dafür nehme ich den Jumbo-Pencil in der Farbe Milk. Wieder einen kleinen Pinsel, mit dem ich die Falten nachgezogen habe. Und dann malen wir uns kleine Lichtreflexe an die Falten, damit das Ganze authentischer aussieht. Denn eine Falte hat ja Tiefe. Das heißt, an der anderen Stelle hat sie auch eine Erhöhung. Und das müssen wir jetzt ein bisschen rausholen. Und dann nehme ich meinen Contouring-Pinsel und meine liebste Contouring-Farbe aus meiner Sleek-Palette und betone nochmal ein wenig meine eingefallenen Wangen. Das war mir noch ein kleines bisschen zu wenig, deswegen kommt da jetzt noch ein bisschen Contouring-Puder drüber, damit mein Gesicht etwas eingefallener aussieht. Mit einem kleineren Contouring-Pinsel mache ich auch noch meine Nase ein kleines bisschen. Die hat auch ein wenig Schatten verdient, damit sie auch noch ein klein bisschen länger wird. Denn im Alter wachsen ja Nase und Ohren noch weiter. Dann nehme ich einen ganz normalen weißen Kajalstift. Der hier ist jetzt von Maybelline. Und male meine Augenbrauen nach, damit sie grau-weiß erscheinen. Und danach nehme ich wieder einen Pinsel mit einer dunkelbraunen Lidschattenfarbe und male mir einzelne Härchen noch da rein. Weil man hat ja zwischendurch doch noch ein paar dunkle Haare in seinen Augenbrauen. Und wo mir die Falten noch nicht tief genug erscheinen, male ich die auch noch mal ein bisschen nach. Und schattiere einfach und verblende da, wo mich das halt alles noch ein bisschen stört oder wo ich denke, da muss auf jeden Fall noch mehr Falte hin. Hier mache ich meine Kinnfalte auf jeden Fall noch, die muss auch ordentlich rauskommen. Und die Lachfalten, finde ich, die könnten ein bisschen mehr Farbe und Tiefe vertragen. Das könnt ihr einfach so machen, wie euch das beliebt. Meine Augenschatten, die male ich gleich auch noch ein kleines bisschen dunkler. Und da ich mich sehr gerne schminke, trage ich natürlich auch als Oma-Make-up. Dafür habe ich mir einen blau-grünen, glitzernden Lidschatten ausgesucht, den ich recht unordentlich auftrage, denn wir können ja nicht mehr so gut gucken wie zu unserer Jugendzeit. Ein kleines bisschen Wimperntusche drauf und ein klitzekleines bisschen Rouge, den nehme ich auch aus meiner Sleek-Palette. Denn die Omas kneifen sich ja gerne mal ein bisschen in die Wangen, um wieder Röte zu erzeugen. Und ein pinker Lippenstift darf natürlich auch nicht fehlen. Den nehme ich von Dior in der Farbe 565 und tupfe ihn ein bisschen auf meine Lippen und verteile das. Das darf ruhig ein kleines bisschen verlaufen, denn wir haben ja Falten an den Lippen. Und dann ziehe ich auch schon meine Wig Cap auf, alle Haare nach hinten. Und dann ziehe ich mal flott was Bequemeres an, Perücke auf, ein bisschen Perlenschmuck um. Und weil ich ja eine stylische Oma bin, ziehe ich mir so einen flotten Turban auf den Kopf. Da ziehe ich mir jetzt noch ein paar Haarsträhnen raus und lege die da drüber. An den Ohren müssen auch noch ein paar Haare rausgucken, damit das Ganze auch authentischer aussieht. Das könnt ihr euch zurecht zupfen, wie ihr das gerne möchtet. Ja, und dann sind wir quasi schon fertig. Natürlich noch eine Brille auf. Ich habe mich hier für eine mit runden Gläsern entschieden. Ich fand, das passte ganz gut.
Ja, und das ist dann mein fertiger Granny-Look für Halloween. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich freue mich sehr über Däumchen nach oben oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis bald. Tschüss.